Willkommen zurück zu Gothic 1. Erstmal abwarten. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ja, in der letzten Folge haben wir einen Auftrag bekommen. Wir müssen zu den Feuermagiern. Ja, ich denke mal, wir können uns jetzt den Söldnern anschließen. Aber ich würde mal sagen, wir gehen jetzt erstmal ins alte Lager. Ja. Geben da die Quest ab. Und auch den Brief, den wir haben, da kriegen wir eine schöne Belohnung von. Ja. Und dann gehen wir wieder ins Sumpflager. Also sogar ins Kifferlager. Und ja. Du gehst ja immer noch kein Wasser verteilen, Lefty, also das geht gar nicht. Na, mein Freund? Mann, was will... Los, Wasser verteilen. Die Bauern sehen durstig aus. Komm. Ich kümmere mich drum, mach dir keine Sorgen. Ja, los, ich will sehen. Los, komm, beweg dich. Du regst auf die Schelle, mein Freund. Ey, mir wichtig. Los, beweg dich, mein Freund. Sehr alt genug. Irgendwas? Ich hab nichts gesehen. Ja, ich auch nicht. Haha, der Geil, er ist so geil, er reißt los. Er dreht sich einfach um. Nice. Lefty hört nicht. Finde ich nicht gut. Kriegt der Lefty auf die Rübe. Ja, immer rechnen wir ab mit dem. Das ist ein Arsch. Das ist mir erstmal auffallen. Mal schauen. Nicht, auch nicht. Man darf auch nicht alles glauben, was dann gehen wir erstmal wieder zurück. Ins alte Lager. Ich glaube, wir haben soweit hier auch alles abgegrindet. Wir sind nämlich Level 11. Ja, brauchen ungefähr noch 2000 EP, um Level abzukommen. Ein bisschen mehr als 2000. Oh, das ist Scavenger. Hallo, was machst du denn da? Hab ich dich etwa übersehen? Jetzt nicht mehr. Hab ich dich schon getötet? Lol. Okay. Die Kiste, da ist nichts drin, oder? Ne, hier haben wir gut. Richtig, hier waren ja die Snipper irgendwo, ne? Ich weiß, dass ich Snippern Schaden mache, ja? Aber ich probiere es lieber noch nicht. Die machen nämlich auch ordentlich Schaden. Oh, was haben wir denn hier? Hier ist ein Scavenger. Was haben wir denn hier in der Höhle drin? Molara! Ihr seid doch Free Echo. Das ist ja hässlich, ey. Meine Güte. Sonst ist hier nichts. Na gut, dann weiter. Noch so eine Waldbeere. Ist da oben irgendwas Tolles? Nee, nichts. Nee. Keine Ahnung. Ja, Jetzt ist die Frage, man muss noch mal den Snappern hier mein Goblin. Was willst du denn, Alter? Mit dem rostigen Schwert. Snapper.
Also wieder. Ach, Mann. Ich bin nicht gehauen, du Mistvieh. So, ich will auf jeden Fall den Turm. Ich glaube nicht, dass ich das gelootet hatte. Ich habe das, glaube ich, aufgegeben. Deswegen speichere ich hier mal. Haben wir vielleicht noch einen Zauber? Na, Magie. Feuerpfeil. Vielleicht kriegen wir die Scavenger ja damit. Die Scavenger, klar. Die Snapper. Er brennt auf jeden Fall. Das ist super. Ja, ich mach den viel Schaden auf jeden Fall. Ich sehe schon kommen, die landen gleich alle irgendwie hier oben. Alter, was sind das für Viecher? Die... Alter, ich hab gleich. Ich sehe schon kommen, einer ist gleich wieder neben mir. Das... Ich will mich wieder nicht so erschrecken wie in einer der Folgen zuvor. Mark, kannst du auch sterben? Kannst du mal bitte sterben? Und zwar ein bisschen schneller. Oh, ich mach dir ja gar keinen Schaden mit dem Bogen. Die brauchst du nicht mehr. Endlich. Guck dir an, wie schlau die Biester sind. Der springt da in die Berge hoch. Ne? Guck dir dann diese Viecher, Alter. Nee, ne? Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Das will ich nicht. Komm her. Ich weiß, dass du gar nicht da oben kommst. Also, nee, 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 das... Was versuchst du denn da? Das ist andere Fien. Was, seid ihr doof? Lasst mich doch mal hier in Ruhe. Ich hab doch nur einen von euch getötet. Das reicht doch, oder nicht? Wo sind die? Alter, wo sind die Viecher? Alter. Da hinten ist einer. Wo ist der andere? Ist der unter mir? Erstmal hier rein. So. Ich mach mal die Tür zu. Ich will nicht überrascht werden. Oh, das hat sich ja richtig gelohnt immer. Hm? Nein. Alter. Wenn ich jetzt die Tür aufmache, ist da keiner, oder? Die Viecher wollen mich doch ärgern, oder? Moin, ist da jemand? Ich hab so ein Knurren gehört. Ich dachte, irgendwo kommen die Viecher gleich her. Oh, war klar, dass ich sterbe. Na ja, so klar. Ich hasse es, ständig an der Stelle zu sterben. Das ist so nervig. Ich verstehe auch nicht, warum ich da jedes Mal unterfalle. Jedenfalls ist das nicht mal so.
Mann, ich mach den richtig viel Schaden, Junge. Kann ich mal kritten ein bisschen? Komm schon. Crit. Ich will zumindest einen wieder töten. Jawohl. Noch ein Crit, komm. Noch ein Crit. Ich krieg die Folge wieder nichts geschissen, der ist nicht gut. Komm schon, stirb! Stirb endlich! Stirb! Vor deine Freunde hier wieder irgendwie, weiß ich, vom Bock kommen. Nur gar 4 Stück. Der ist fast tot, endlich. Komm, hier ist ein Essen. Na komm. Oh. Armes Dreck. Ach du Scheiße. Ich wusste es. Ich wusste es, dass du Scheißvieh kommst, Alter. Boah, Junge. Ich wusste es. Ich wusste es, dass das Vieh wieder von hinten kommt. Ja, ich hab seinen Bruder beleidigt. Na komm, ich weiß, dass du... Nein, 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 nicht runterfallen. Ich wusste, dass dieses Kackvieh von hinten kommt. Ich wusste es. Ich werde jetzt mal speichern. Oh Mann, hab ich's gewusst. Das Vieh wieder von hinten kommt. Und ich habe mich trotzdem erschrocken. Nicht gut, ey. Aber ich habe den ganz gut Schaden gemacht und weggehauen. Einer muss hier noch sein, oder? Was sind hier jetzt? Mal gucken, was die hier bewacht haben. Was habt ihr denn hier bewacht? Oh, was ist hier noch? Eine Spruchrolle. Ein Trank. Ein Schädel, oder? Ja. Ah, da bist du ja. Na komm. Komm ran, Junge. Aber Snapper schaffen wir mit gewissen Tricks. So, haben wir die auch erledigt. Heilen wir uns doch erstmal wieder. Hier mit. Haben wir noch jede Menge Rei. Nahrung. Reis. Meine Güte. Manchmal wollen das aber echt wissen, ne? Dann haben wir jetzt hier Snapper erledigt. Das gab wieder sehr gute EP. Boah, super. Brauchen wir fast noch 1000. Ja, 1005 brauchen wir noch. In EP.
Das ist doch super. Und beim Abgeben der Quest kriegen wir wahrscheinlich auch wieder EP. Was heißt, wir sind gleich wieder sogar noch ein Level ab. Das wäre natürlich sehr gut. Warte mal, ich habe doch jetzt einen anderen Bogen. Das habe ich letztes Mal noch gesehen. Wo ich verkauft habe. Langbogen. 5 Geschicklichkeitspunkte. Ah, die holen wir uns natürlich jetzt mal eben schnell von Lego. Alter, das leckt sich aber. Was ist denn jetzt los hier? Hey, hallo! Was los? Was ist denn das denn irgendwie in der Runde? Keine Ahnung. Lego. Ja. Komm. Mach's gut. Halt! Was ist? Die Burg darf nur mit Genehmigung betreten werden. Mach, dass du verschwindest. Ich bin Bote der Wassermagier. Ich muss in die Burg. Du hast das Amulett eines Boten bei dir. Damit kommst du an den Wachen vorbei. Mit den Magiern will ich nichts zu tun haben. Also belästige mich nicht weiter mit der Sache. Halt! Entspann dich. Ich habe mit Torus geredet. Ich kann rein. Ich werde mir deine Visage merken. Wenn du Ärger machst, bist du dran. Ja, die Klappe. Ich merke mir deine. Ich halte mich da lieber raus. Ich habe da meine Erfahrungen. Ah, jetzt sind wir hier in der Burg. Wer bist du denn? Ihr habt ganz schön viel Platz hier in der Burg. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Wer bist du? Ich bin neu hier. Wollte mich mal ein bisschen umsehen. Was kannst du mir über die Burg sagen? Nach dem großen Aufstand haben sich Gomez und seine Jungs die Burg unter den Nagel gerissen. Ich habe damals schnell gemerkt, dass es besser ist, sich ihm anzuschließen. Schon als wir damals noch alle im Kerker eingepfercht waren und in den Minen schuften mussten, hatte er unter den Gefangenen am meisten zu sagen. Es gibt Kerker unter der Burg? Ja, aber sie sind heute leer. Seit dem großen Aufstand will da niemand mehr rein. Was kannst du mir über die Burg sagen? Nach dem großen Aufstand haben sich Gomez und seine Jungs die Burg unter den Nagel gerissen. Ich habe damals schnell... Oh. Ja... Okay, wir sollten das ein, ne? Na gut. Wer seid ihr denn? Torre. Ich grüße dich, Magier. Innos wache über dich. Ich handle mit magischem Wissen und kann dir zeigen, wie du deine magische Energie steigerst. Was muss ich tun, um Magier zu werden? Sprich mit Meister Koristo, wenn er Zeit für dich hat. Ich suche den obersten Feuermagier. Sprich mit Milton. Und nun geh. Ich suche den obersten Magier des Feuers. Geh zu Milton. Du darfst keinen Fuß über diese Schwelle setzen, es sei denn, Meister Koristo gestattet es. Ich habe da noch einen Brief von den Wassermagiern. Ah, sehr gut. Ich werde ihn an Koristo weiterleiten. Wenn du wieder im neuen Lager bist, werden die Wassermagier dich sicherlich für deine Mühen belohnen. Ich suche den obersten Magier des Feuers. Das ist Koristo. Was willst du von ihm? Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Bist du ein Bote aus der Außenwelt? Ja. Ein Magier gab mir den Brief, kurz bevor sie mich in die Kolonie geworfen haben. Zeig mir den Brief. Kann ich dem vertrauen? Magier sind eigentlich ehrenwerte Männer, oder? Ja, komm. Hier ist er. Das ist ein Brief an Xardas. Und was ist daran so aufregend? Xardas ist schon lange kein Diener Innos mehr. Vor einigen Jahren hat er uns verlassen und sich der schwarzen Magie zugewandt. Er lebt in einem Turm mitten im Orkgebiet und widmet sich dort seinen Studien. Er sagte,
Er wolle auf seine Art herausfinden, was mit der Barriere nicht stimmt. Warte hier, ich bin gleich wieder da. Okay. Koristo war ganz außer sich vor Freude. Er sagt, du kannst zu Torres gehen und dir deine Belohnung selbst aussuchen. Erzähl mir was über die Feuermagier. Der Kreis des Feuers bezieht seine Macht von der Gnade Innos. Der Gott des Lichts, der Wahrheit und der Gerechtigkeit wacht über uns. Die Magier betrachten sich selber als die Erwählten. Und so behandeln sie auch alle anderen. Ich hatte das Glück, damals aufgenommen zu werden. Koristo hat mich zu seinem Lehrling gemacht. Vermutlich hat er einfach Lust auf Unterhaltung. Seitdem bemühe ich mich jeden Tag, meine magischen Fähigkeiten zu steigern, damit ich in den nächsten Kreis aufgenommen werden kann. Ich will ein Lehrling der Magier werden. So wie du. Koristo hat mich damals erwählt, weil ich eine besondere Sache für die Erzbarone erledigt habe. Ohne, dass du etwas Herausragendes leistest, wird er dich nicht als Lehrling in Betracht ziehen. Du musst außerdem dem alten Lager angehören. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Koristo ein Mitglied eines anderen Lagers als Lehrling akzeptiert. Wir sehen uns. Ich rede jetzt mit dem alten Mann. Was machst du hier? Du hast hier nichts zu suchen. Verschwinde! Magier haben da bestimmt was Wertvolles. Ich bin nicht ins Bett. Verdammt. Okay. Wahre Macht. Okay. Das hat sich ja schon gelohnt. Wein und Mana trinken. Heiltränke finde ich besser. Der letzte Scheiß. Hier sind aber noch mehr Truhen. Ich speichere am besten mal lieber. Ach Mann, ich bin immer zu viel geräuscht. Mann, ich bin so doof, ne? Nochmal. Ich kann irgendwie nicht. Ja, ich hab ich. Okay. Mach mal an der Schnelligkeit einen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.